So, hallo ihr Lieben, ja, ich war gerade im Tiger und ja, ich habe zwar nicht viel mitgenommen, aber ein paar Kleinigkeiten habe ich doch dennoch gefunden und die möchte ich euch gerne zeigen. Und vor allem habe ich dann an der Kasse ganz neu das hier entdeckt. Und zwar ist das einfach so eine Surprise-Box, wo man nicht weiß, was genau drin ist. Und ja, ihr seht, das Ganze ist auch noch original verpackt. Ich habe noch nicht reingespickelt und das werde ich dann auf jeden Fall gleich mit euch aufmachen. Ja, aber fangen wir erstmal mit den Sachen an, die ich regulär gekauft habe. Und zwar einmal das hier. Das ist einfach so für Pflanzen. Fand ich ganz witzig, werde ich auch verschenken. Und ja, kann man einfach an die Pflanzen dran machen, quasi ein Stäbchen, damit so kleine Jungpflanzen halt schön wachsen können. Wie gesagt, das fand ich ganz niedlich, deswegen habe ich das eingepackt. Mache ich mal ein kleines Stückchen näher raus. So, das durfte mit. Dann habe ich mir ein USB-Kabel mitgenommen, einfach zum Handyladen. Ja, fand ich preislich ganz in Ordnung und das Pink geht natürlich sowieso immer. Dann habe ich zweimal so ein Ausgrabungsset mitgenommen, das werde ich auch verschenken, jetzt für Ostern. Legen wir mal hier rüber. Und dann habe ich mir dieses Set hier mitgenommen, das sind einfach so kleine Fläschchen mit einem Sprühkopf. Ja, einfach um mir das selber Acrylfarben als Sprühfarben umbauen zu können. Entsprechend habe ich das auch mitgenommen. Und das war so der reguläre Einkauf. Dann wollte ich eigentlich schon gehen und dann ist mir, wie gesagt, an der Kasse das hier sogar direkt angeboten worden. Und ja, Kostenpunkt 3 Euro von dem Paket. Und ich würde sagen, wir gucken direkt mal, was denn da Schönes so drin ist. Nochmal. Ein bisschen kann man schon erspickeln. Ich mache es mal ganz auf. So, können wir mal so einen groben Blick hineinwerfen. Okay, es sind nicht arg viele Items drin, aber für 3 Euro, ja. Fangen wir mal mit dem größten an, was ich hier drin habe. Stehen jetzt auch keine Originalpreise drin, aber es wird wahrscheinlich deutlich günstiger sein, wie es normalerweise ist. Schreibtischorganisation. Ja, okay, hier sieht man, dass man da eine Schere reinlegen kann und dann klippt man das Ganze einfach so zusammen. Und schon hat man so eine kleine Schreibtischbox. Ist ganz cool. Vor allem, wenn man es nicht braucht, dann einfach zack und es nimmt keinen Platz weg. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich es mir so gekauft hätte, aber ist auf jeden Fall ganz cool. Legen wir mal dahin. Dann, was habe ich noch? Dann habe ich so einen Stift hier drin, die habe ich mir sogar angeschaut. Das müsste ein Riesentextmarker sein, genau. XXL. Ja, so einen hatte ich sogar in der Hand, witzigerweise. Der ist drin. Und allein mit den beiden Sachen sind wir eigentlich schon auf diesen 3 Euro, was das Ganze gekostet hat. Weil das weiß ich nämlich, was das gekostet hat. Und das schätze ich mal, 2 Euro wird das bestimmt kosten. So. Dann haben wir hier noch so einen super niedlichen Stift drin. Ja, sogar mit einer Schutzkappe, wie niedlich. Ja, cool. Müsste ein Kuli sein. Auf jeden Fall ganz niedlich. So. Dann haben wir das hier noch drin. Ein Spitzer mit so einem kleinen süßen Vogelhäuschen. Ja, auch ganz niedlich. Und dann haben wir hier so einen Stickerbögen drin. Ich weiß gar nicht, ist das einer oder sind das mehrere? Ich weiß es gar nicht. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz rein. Und es ist ganz cool zum Thema Happy Birthday, weil ja, das brauche ich jetzt am Wochenende sowieso. Dem schauen wir mal rein. Und es sind sogar zwei Bögen drin. So, hier vorne Happy Birthday und hier hinten so verschiedene Sprüche. Auf jeden Fall cool. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mir die Sticker nicht abreiße durch das Klebeband. Na. Ja, dann können wir mal kurz so grob rechnen. Also das kostet auf jeden Fall 1 Euro normalerweise, das auch.
Das wahrscheinlich auch. Dann sind wir hier bei schon mal 3 Euro. Da würde ich sagen, wie geschätzt, 2 Euro kosten die Sachen zumeist. Und dann wären wir hier, sind wir bei 3 Euro, 5 Euro. Und das wird auch irgendwas zwischen 1 und 2 Euro kosten. Das heißt, so 6, 7 Euro würden die Produkte normal kosten. Ich habe sie jetzt für 3 Euro gekriegt. Das heißt, man kriegt in etwa das Doppelte an Wert, wie es normalerweise kostet. Und das finde ich jetzt schon wirklich gut. Ich ärgere mich auch gerade, dass ich die anderen 2 Boxen nicht noch mitgenommen hatte, weil die hatten noch 2 andere da stehen. Und da ich aber, wie gesagt, nicht wusste, was da drin ist, habe ich mir gedacht, ich nehme erstmal nur eine mit. Aber ich glaube, beim nächsten Mal oder die Tage, vielleicht schaffe ich da morgen zeitlich, werde ich da auf jeden Fall nochmal hingehen und gucken, ob ich die anderen 2 Boxen noch bekomme. Weil ich finde es super praktisch, gerade zum Verschenken ist das ideal. Weil das sind wirklich so kleine, süße, ja, Kleinigkeiten, wo man sich super gut verschenken kann, wo sich derjenige mit Sicherheit darüber freut. Und ja, für 50% vom Originalpreis ist das natürlich super. Ja, wie gesagt, das war alles hier drinne, der Teil. So, decken wir mal meinen normalen Haul ab. Und ja, wie gesagt, für 3 Euro finde ich das jetzt einen super Preis. Ja, ihr Lieben, das war's dann eigentlich schon wieder. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir das gerne mit dem Daumen nach oben, könnt ihr einfach hier unten rechts machen, oder mit dem über einen Kommentar von euch freuen. Und ansonsten, wer den Channel noch nicht abonniert hat, kann das hier unten jetzt auch einfach mal kurz kostenlos machen und dann am besten gleich die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer direkt Benachrichtigungen, wenn ein neues Video online ist. Und ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!